Im Hundetraining kommt man an dem Wort Führung oder Führung übernehmen, Orientierung am Menschen einfach nicht dran vorbei. Und um dieses Thema soll es auch heute gehen. Also bleib einfach dran. Hi, ich bin Steve Kai vom Hundeparadies Harz, ein Experte für Rudelfalten. Schön, dass du heute auf unserem Kanal eingeschaltet hast. Und falls du ihn noch nicht abonniert hast, klickst du jetzt da unten drauf. Folgst uns auf Facebook und auf Instagram, weil da kannst du uns immer mal so ein bisschen live beobachten in unserem Alltag. Was wir so machen, haben wir immer manchmal so eine Frage-Antwort-Runde. Total spannend. Wir wollen uns heute mal dem Thema Führung widmen, weil ich so das Gefühl habe, also ich merke das auch immer wieder bei unseren Kunden, die wir jetzt über Monate lang betreuen in ganz Deutschland, dass sie immer und immer wieder so Probleme mit so Führung haben. Also Führung heißt, ich übernehme ganz einfach zum Beispiel die Kontrolle meiner Hunde, dass ich jetzt zum Beispiel einfach mal sage, ihr bleibt da liegen. So, Alice, du musst jetzt liegen bleiben, weil ich das nämlich jetzt erzähle. Das heißt, dass man einfach sagt, bis hierhin und nicht weiter, man übernimmt Führung. Führung heißt einfach im Endeffekt nur, ich entscheide über Verhalten, was geht jetzt nicht. Ja, und viele Menschen haben damit irgendwie ein Problem. Warum? Weiß ich nicht. Vielleicht einfach aus gesellschaftlichen Problemen, dass es sich heutzutage nicht mehr schickt, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen, einfach zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ne? Jetzt machen wir einfach hier sie mal kurz ein bisschen dahin bringen, damit sie aufhört. Sie ist aber zurzeit läufig, also sie ist ein bisschen anstrengend. Das ist jetzt so der geile Vorführeffekt. So. Ich habe jetzt meine Hand erst weggenommen, bis sie aufhört, quasi nach unten zu denken. Sie ist immer noch auf dem Sprung, ich beobachte das. Aber mal nur so als Beispiel, ich habe damit überhaupt gar keine Probleme, ihr klipp und klar zu sagen, hör auf damit, bleib da bitte liegen. Ja? Und damit haben ganz, ganz viele Menschen ein Problem, weil sie verbinden das Wort Führung, Grenzen setzen, Regeln aufstellen, irgendwie mit etwas Bösem. Und das ist wirklich albern, das ist Quatsch. In der Natur ist es ganz, ganz simpel, dass die Hunde miteinander kommunizieren und ganz klar Grenzen setzen. Lass bitte meinen Liegeplatz in Ruhe, lass meine Menschen in Ruhe, lass meinen Artgenossen in Ruhe, lass meinen Knochen in Ruhe. Bumm, aus, fertig. Nur wir Menschen haben irgendwie ein Problem damit, tatsächlich jetzt einfach mal klipp und klar zu sagen, hör auf. Man hat ein schlechtes Gefühl, man hat dann irgendwie, ach Mann, jetzt zerstöre ich die Bindung. Dann sieht man ja auch oft in Zeitschriften, dass da drin steht, du darfst deinen Hund auf gar keinen Fall mal ein böses Nein sagen, ihn mal wegschubsen oder irgendetwas, weil die Bindung dann zerstört wird. Und das ist wirklich ein Problem. Es ist wirklich ein Problem, weil das macht mit dir was in deinem Kopf. Und das wollen wir jetzt ein bisschen lösen. Dafür gehen wir an unsere wunderbare kleine Tafel und deswegen nehme ich euch da jetzt einfach auch mal mit. Führung im klassischen Sinne ist eigentlich ganz simpel. Ich erinnere mich immer noch so an die Zeit, wo ich selber noch aktiv Fußball gespielt habe. Da ist es ganz klar, dass es einen Trainer gibt, dass es einen Kapitän gibt, der ganz klar Grenzen aufsetzt, der ganz klar sagt, so machen wir es, so wird es jetzt nicht gemacht. Wenn das nämlich nicht stattfindet, wird es meistens ein Chaos. Dann hast du keine richtig gute Mannschaft, dann hast du keine richtige Zielsetzung, dann wird sich nicht richtig daran gehalten, sondern jeder ist irgendwie so für sich, jeder macht da so ein bisschen, was er glaubt, was er zu machen hat, und dann entsteht so das Chaos. Und das passiert tatsächlich ganz, ganz viel bei Mensch-Hunde-Teams. Ja? So, Führung ist grundsätzlich erstmal etwas Gutes. So, das müsst ihr in euren Kopf tatsächlich haben. Führung zu übernehmen, Grenzen zu setzen, Regeln aufzustellen, das ist gut. Das hilft allen. Das hilft der Umwelt, das hilft deinem Hund oder deiner Hundegruppe, das hilft jedem einfach auf diesem Planeten. Und ein großer Grundsatz bei Führung ist ganz einfach, agieren statt reagieren. Nehmen wir so ein typisches Beispiel, es kommt jetzt Besuch, dein Hund rennt hin, springt deinen Besuch an, ist völlig aufgeregt und du reagierst dann erst und sagst, nein, hör auf oder hier hast ein Futterstück und schmeißt dahin und lenkst ab und was weiß ich. Das Problem ist nur, das hat nichts mit Führung zu tun. Führung ist nämlich zu agieren. Agieren bedeutet, du weißt es doch, dass das passiert. Dann handel frühzeitig. Einfach von vornherein schon deinem Hund beizubringen, du gehst gar nicht erst an die Tür, du setzt dich bitte auf deinen Platz oder machst einen Sitz oder was auch immer. Es geht nur darum, dass du agierst, mal lernst zu agieren und nicht immer nur zu reagieren. Authentisch sein ist was ganz, ganz Wichtiges. Wenn du nämlich nicht verstehst, dass das was Gutes ist und immer glaubst, dass das böse ist,
Also böse ist es, wenn man Regeln aufstellt, wenn man Nein sagt, dass du ein schlechtes Gewissen hast, dass Nein sagen etwas Negatives ist, kommst du da nie raus und wirst nie authentisch sein. Authentisch ist ganz, ganz wichtig für Hunde, weil sie auch authentisch sind. Und wenn du das nicht hinkriegst, anders zu denken, macht alles keinen Sinn. Das ist einfach so. Es macht einfach keinen Sinn. Was auch ganz wichtig ist, dass deine Botschaft, die du hast, wenn du Grenzen setzt, wenn du Regeln aufstellst, wirklich von innen kommt. Also mit einem guten Gefühl, ja, wirklich von innen nach außen zu sagen, hey, hör jetzt auf damit und dich dann auch gut dabei fühlst und danach dich auch wieder zurücknimmst. Ganz, ganz, ganz wichtig, ja. Und das Allerwichtigste ist, wenn du eine Führungspersönlichkeit sein willst und deinem Hund und deinem Rudel etwas mitgeben willst, brauchst du einen gottverdammten Plan. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel spontaner Besuch kommt und es klingelt, musst du schon vorher 40 Mal gelernt haben, was ist jetzt hier meine Aufgabe, was muss ich denn jetzt meinem Hund sagen und so weiter und so fort. Weil bleibst du im Reaktionsmodus, oh, was mache ich denn jetzt? Warte mal, Sitz, nein, Platz. Dann merkt dein Hund, dass das nicht echt ist, dass das nicht authentisch ist, dass du irgendetwas machst, dann fühlst du dich nicht gut dabei, sondern denkst, ach du Kacke, böse, jetzt guckt der Postbote auch noch, weil ich den Hund zusammenscheiße. Und das hat nichts mit dem Plan machen zu tun. Und genau das ist ein Problem. Was ich dir sagen will in diesem Video ist, Führung ist etwas Gutes. Die Welt da draußen braucht viel, viel mehr Leute, die Führung übernehmen, die mal einen Schritt nach vorne gehen und sagen, pass auf, so wird's gemacht, weil in den nächsten Wochen und Monaten möchte ich meinem Hund viel mehr Freiheiten ermöglichen. Deswegen muss ich vorher mir einen Plan machen, mich gut fühlen, agieren statt reagieren, authentisch sein, nichts ist böse, von innen nach außen leben. Und wenn du da Hilfe brauchst, weil du das nicht hinkriegst, weil du vielleicht mal ein Feedback brauchst von jemandem, der Ahnung hat, weil du vielleicht mal Pläne brauchst, weil du keinen Plan hast, weil du durcheinander bist, weil du den ganzen Tag durch diesen Hundedschungel durchrennst, gehst du jetzt auf www.steve-ke.de und bewirbst dich hier auf ein kostenloses Beratungsgespräch und dann wird jemand aus meinem Team dich anrufen, kontaktieren und ich freue mich, wenn wir uns dann im Beratungsgespräch sehen und wir dir helfen können, damit du wieder authentisch wirst, aus dem Bauch raus handelst, wirklich es lebst und wieder Spaß hast mit deinem Hund, weil Führung ist notwendig und es ist gut. Die Natur lebt uns das jeden Tag vor. Ich freue mich, bis nächste Woche, euer Steve. Ciao.